50, hier siegte Heike Schöbel, Red Rock Runners Bad Kreuznach in 55 Minuten und 10 Sekunden. Ja. Erster, Erich Binsel, LT Rheinhessen-Pfalz in 48,02. Zweiter, Paul Stepanovic, Lauffreunde Naheland Bad Kreuznach in 53 Minuten 54. Und dritter, Heinz Klaasen, ohne Verein, in 54,03. Hier gewann Monika Wendland, Lauffreunde Naheland bei Kreuznach, auch seit vielen Jahren bei uns Stammgast in 55 Minuten 45 Sekunden. M60, erster Frank Schuler, Rennschnecken Sieversheim 45,00. Das Schnecken muss man wohl in Anführungszeichen setzen, das ist ganz schön flott. Frank Schuler. Zweiter Johann Fabi in 46 Minuten und 14. Und dritter Herbert Hering, TSV Odenheim in 47 Minuten und 13. Zum Ältesten. In der Klasse M70 gewann wie im Vorjahr Wolfgang Höhn aus Bingen-Kempten, 57 Minuten und 14 Sekunden. Toll, toll, toll. Ach toll, naja, das passt ja alles. Aber du bist ja auch heute gelaufen, herzlichen Glückwunsch. Und Berlinerin. Ja, ja. Das ist toll. Das heißt, 2 Minuten. Und hier vorne stehen noch die 2 größten Pokale des Tages und die wollen ja auf jeden Fall noch überreicht sein. Urkunden im Internet www.br-timing.de. Alle Ergebnisse sind schon drin. So, dann haben wir auch hier die Liste der Staffeln. Und zwar. Oh. Ja. Die Staffeln waren in diesem Jahr schwach besetzt. Wir wissen warum. Ferien. Die Schüler konnten nahezu keine Staffeln zusammen bekommen und bei den Aktiven war es auch geringer. Vor 2 Jahren waren es 36, diesmal waren es insgesamt 7. Muss man mit leben. Ich hoffe, im nächsten Jahr wird es wieder besser. So, die Stadtstaffeln sind, da muss ich ein bisschen ausholen, ja eigentlich Vereinen aus dem Gebiet der Stadt Bingen vorbehalten. Und deshalb sind die Dörfs in der Staffeln hier praktisch außer Konkurrenz gelaufen. Sie wollten laufen, haben Zwinserfestzug, wollten auch hier noch mitrennen. Ganz klar, die waren auch übrigens nicht nur hier zum Laufen, sondern die waren einige Tage da. Die sind jetzt mittlerweile schon weitergegangen, ihre Eisgutscheine umzusetzen, wie ich weiß. Aber das Ergebnis der Ordnung halber, die erste Mannschaft von der LG Dorsten in 11 Minuten 05,8. Zweiter wurde die zweite Mannschaft des LC Bingen in 12 Minuten 10,5. Und weil das die schnellste Bingen Staffel war, bekommt sie den Sabild-Ritzmann-Pokal. Also, LC Bingen. Sabild-Ritzmann, die Älteren wissen das noch, die Jüngeren wissen es nicht. Der war mal Reichstrainer vor dem Krieg, war Bundestrainer nach dem Krieg, hat beim ersten Stadtlauf, den ich in den Annalen finden konnte, 1921, so lange ist das schon her, hat er damals gewonnen, war Schlussläufer damals der Staffel, vor einigen Jahren verstorben und er hat den Pokal gestiftet, als wir vor 48 Jahren diesen Stadtlauf wiederbelebt haben. Und in diesem Jahr also LC Bingen, zweite Mannschaft, als Gewinner dieses zweite Mannschaft vor LC Bingen, erste Mannschaft in 14 Minuten 38,7. LC Bingen, erste Mannschaft. Heutigen Tages, Entschuldigung, dass es so lang gedauert hat, sind ganz am Anfang schon gelaufen. Jugendstaffel. Hier zickten die Soccer Boys, die habe ich hier noch nie gesehen, in 12 Minuten und 47. Trikots nach sehe ich, dass sie aus verschiedenen Vereinen kommen. Langenlohnsheim, Hassia.
Das ist also unsere Jugendsieger mit 12:47. Na, hier gibt es einen Wanderpokal. Schmeißen. 34 Sekunden. Und dritter, die Binger Rudergesellschaft in 14 Minuten und 34 Sekunden.